im September 2015 war hier alles voll. Alles voller Männer. Wir hatten Dirk Schröder hier zu Gast, den Männercoach. Und wir waren echt gespannt, wie das werden würde. Und es war sehr gut. Die Reaktionen, die wir bekommen haben, waren so positiv, dass wir überlegt haben, Dirk nochmal einzuladen. Und das haben wir dann getan. Am 3. September 2016 wird er wieder hier sein. Was die Männer so begeistert hat, das können sie euch jetzt selber sagen. Ich erlebe mein Leben so, dass ich nur rundlaufe, schaffe und tue. Und da ist so ein Männertag, so mal so einen Punkt Auszeit zu nehmen, mal drüber nachzudenken, was wichtig ist und mal einfach Impulse aufzunehmen. Für mich war das ein total berührendes Erlebnis. Das waren für mich gesegnete Stunden. Ich bin angenehm überrascht worden, weil es tatsächlich die Stimmung getroffen hat, die ich mir erhofft hatte und auch wirklich ich als einzelner Mann mit meiner Geschichte, mit meinen Plus und Minus, mit meinen Versagen oder meinen Hoffnungen und Wünschen wirklich da vorkam. Der Typ Dirk Schröder an sich war für mich sehr interessant, einfach auch zu sehen die Offenheit von ihm. Die Offenheit, wie er erzählt hat, was er in seinem Leben erlebt hat, wie er zu Gott steht, wie er in der Krise das Ganze gemeistert hat und alles drum und dran. Und ich habe so gemerkt, ich war nicht der Einzige damit, sondern du konntest manchmal die Stimmung mit Händen greifen. Also ich war sehr gespannt. Wie würde das sein? Ja, was mache ich, wenn auf einmal irgend so ein Thema angeschnitten wird, wo ich genau in mir drin spüre, Kai, jetzt brodelst, das bist du, der meint dich, der redet mit dir. Ja. Und er geht ja schon ziemlich tief und er hat eine schöne Gabe, das, was so menschlich ist, zu verbinden mit dem geistlichen Teil. Also das hat mich auch sehr beeindruckt, fand ich total klasse. Und das auf eine unverkrampfte Art und Weise. Er berichtet aus seinem Leben, wie er Dinge erlebt hat. Und bringt halt tolle Vergleiche, auch über die Videoclips und auch über die Beispiele, die er erzählt hat, auch was er erlebt hat mit seinen Söhnen. Da war auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber er hat dann einen Weg gefunden, dann eine Ebene zu schaffen, wo sie sich begegnen kann. Was habe ich für Höhepunkte gehabt, was habe ich für Tiefschläge gehabt, die auch vorgekommen sind und dadurch merke ich auch, dass einfach auch meine Beziehung zu meiner Frau und zu meinem Sohn einfach tiefer geworden ist. Er hat eine sehr wertschätzende Art, mit uns Männern da umzugehen und zugleich aber auch eine herausfordernde Art. Da habe ich schon auch Dinge herausgenommen, wo ich sage, da musst du dran arbeiten, dass der Bezug zu deinen Kindern auch besser wird. Dieser Wunsch, es muss sich was ändern, ich will weiterkommen. Das hat dieser Tag in mir erklärt, bekräftigt, verstärkt und deswegen lohnt sich das, auf den Männertag zu gehen. Ja?